Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und ich glaube, das ist jetzt ein absoluter Videorekord, zumindest in letzter Zeit, nachdem ich mich jetzt lange Zeit gar kein Video und wenn überhaupt maximal eins kam, kam jetzt heute drei mit Creedfall, EU4 und HOI4, aber es gibt mal wieder was Wichtiges anzukündigen und zwar den Livestream, der inzwischen ja wieder sehr viel regulärer, immer mittwochs um 19 Uhr stattfindet. Da spielen wir Heu und wie man sich anmeldet und so weiter, dazu komme ich noch. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, vermutlich nicht, aber dann doch, weil es steht wahrscheinlich im Titel, so wie ich mich kenne. Ich habe ein neues Mikrofon, das ist noch nicht perfekt eingestellt. Man hört, finde ich, schon deutlichen Unterschied zum anderen, wobei ich es mir eigentlich primär geholt habe, weil jetzt zum einen, wenn ich ein bisschen lauter werde, was ja durchaus ab und zu meinem Livestream vorkommt, sollte es nicht mehr so krass übersteuern. Zum anderen höre ich mich selber wieder reden, also ich höre mich quasi mehr oder weniger in Echtzeit selber. Das führt auch dazu, dass ich zum Teil merke, wenn irgendwas stört. Ich merke, wenn ich zu laut werde. Ich finde, ich rede dadurch automatisch irgendwie ruhiger, weil ja ich eben dieses akustische Feedback bekomme. Und mein altes Mikrofon war einfach nicht unbedingt für meinen Verwendungszweck ausgelegt. Das war primär dafür da, um Instrumente aufzunehmen. Es war damals reduziert, deswegen habe ich es mir geholt. Das hier ist jetzt speziell, ich kann es euch ja mal zeigen, ich habe es extra geöffnet, für Sprachaufnahmen bekannt. Es gab auch viele große YouTuber, die genau das Mikrofon schon hatten. Deswegen sollte sich ja das Ganze hier ein bisschen besser anbieten und einfach für Livestreams und so weiter ist für mich sehr viel angenehmer, für euch dann hoffentlich auch. Und wenn dann in naher Zukunft die Podcasts kommen, dafür ist dann auch nicht schlecht. Ich habe es noch nicht ganz hundertprozentig eingestellt. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch irgendwie, ich finde es ein bisschen basslastig. Es kratzt irgendwo ein bisschen. Wo ich schon Bass rausgenommen habe, das ist ein bisschen komisch, weil so basslastig ist meine Stimme jetzt auch nicht. Ich muss mich auch noch dran gewöhnen, welchen Abstand ich habe, weil darauf reagiert es sehr empfindlich. Wenn ich nämlich ganz nah rangehe, dann ist das natürlich sehr, sehr laut. Und ihr seht, das übersteuert dann auch. Wenn ich allerdings ein bisschen weiter weg gehörte, mich gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall, ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, auch mit der Feineinstellung. Deswegen ist da Feedback für mich natürlich sehr, sehr wichtig. Genau, Heu geht weiter. Ich habe auch hier, bin ich schon fleißig dabei, die Parts von letztem Mal hochzuladen. Also das Projekt wird jetzt leider immer weiter sich verzögern in Hinsicht Synchronität zwischen Livestream und Videos. Allerdings ist ja auch nicht geplant, dass es so viele Livestreams zu diesem einen Projekt gibt. So ein Heu-Projekt geht ja meistens nur ein bis zwei Livestreams lang. Wir hatten nur in letzter Zeit ein paar technische Probleme, weswegen es recht langsam lief. Aber ja, es geht am Mittwoch, den 11.03. um 19 Uhr weiter. Wir reden ganz normal auf dem TS und ihr könnt euch hier anmelden. Und ich bitte euch auch, euch anzumelden, auch wenn ihr schon mitgemacht habt, einfach zur Übersichtlichkeit. Das war letztes Mal ein bisschen chaotisch, weil ich dann denke, manche Spieler kommen nicht. Und dann besetze ich die Nation mit irgendeinem Ersatzspieler zum Beispiel. Und am Ende haben wir da drei Leute, die ein Land spielen sollen. Das ist natürlich immer ein bisschen stressig. Also bitte einfach alle ausfüllen. Ja, und ansonsten war es das eigentlich auch von mir. So viel ist nicht passiert seit Mittwoch. Wir planen immer noch viele Dinge, aber jetzt habe ich ja das erste Mal realisiert, das neue Mikrofon. Die Heu-Projekte laufen wieder regelmäßig und eigentlich steht dem Ganzen nicht mehr viel im Weg, dass jetzt demnächst die Podcasts losgehen. Für alle, die es interessiert, es war ja bei mir immer so, die letzten 2,5 Jahre, dass ich am Wochenende immer zu meiner Familie gefahren bin, weil dort eben auch meine Freundin wohnt, beziehungsweise gewohnt hat. Und was jetzt nicht mehr der Fall ist, sie ist jetzt hier zu mir nach Stuttgart gezogen. Dadurch bin ich jetzt am Wochenende sehr viel öfters in meiner eigenen Wohnung und kann gegebenenfalls auch wieder am Wochenende mehr streamen. Also wenn, ja, es würde mich auch generell mal interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemand seid, der tendenziell sonntags Zeit hat oder eher unter der Woche. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich am Wochenende weitaus mehr Zuschauer habe. Ich hatte aber auch schon Projekte, da hatte ich dann Mittwochabend dann 150 Zuschauer und am Wochenende plus 40. Also es hängt natürlich primär vom Projekt ab und nicht unbedingt vom Tag. Ich denke, Wochenende ist da durchaus, bietet sich durchaus öfters mal an. So, dann war es das jetzt soweit von mir. Ich freue mich auf einen Livestream. Vielleicht nehme ich morgen mal noch ein normales Video auf, Rouge oder so, wenn ich ein Replay habe. Oder eine Warfare, mal schauen. Aber gut, dann bis dahin. Ciao, Leute.